Hinten Kapetzisch, ich war im Auto noch gar nicht. Alles easy. Grüß Gott, der Sulzemus. Hallo zusammen. Camper Moni und Camper Tobi. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Hat mir meine Mama beigebracht. war länger nichts los und jetzt müssen wir wieder ordentlich nachlegen. Die 218er Ware läuft auf dem Platz, läuft alles ein. Schlag auf Schlag müssen wir wieder Platz machen. Ja, mein lieber genau. Schieber, wir haben übrigens noch ein paar tolle Euro 5 Plus Modelle stehen, die wir euch zum Selbstkostenpreis anbieten. Das ist so, zum Einstandspreis. Das können wir belegen. Das sind schöne Autos, die müssen weg. Nicht, dass es Ladenhüter sind, das sind tolle Autos. Nein. Aber mit Euro 5 Plus und wer die Dieseldebatte verfolgt hat, der wird am Schluss zu dem Ergebnis kommen. Das ist eh wurscht. Das ist eh egal. Die Autos sind schön, die Ausbauten sind toll. Sie tun sich mehr oder weniger natürlich, klar, AdBlue. Fangen wir nicht an mit der Diskussion, wir haben tolle Autos da. Nein, wir haben schöne Autos da, also einfach mal reinschauen. Richtig. Also wirklich, es ist hinten raus so. Gell? Wir werden so oft gefragt und wir sagen mittlerweile, machen Sie einer Ihr Bild, wir können das selber nicht beeinflussen. Aber hier haben wir ein Euro 6 Fahrzeug auf Ducato-Basis von La Strada. Und zwar der Avanti H. Der wiederauferstandene Avanti H, den gab es vor ein paar Jahren und das war ein erfolgreiches Modell. Jetzt hat man ein bisschen umkonzipiert und nochmal neu auf den Markt geworfen. Frisch geboren quasi. Eine Renaissance. Und jetzt gehen wir mal gleich weiter weg. Das ist ein Zweischläfer, der hat ein Hubbett vorne und das Tolle ist, der hat den isolierten Doppelboden, dadurch auch das hohe Fiat-Dach und er hat ein Heckbord. Tolle Sache. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Auf der Messe hatte ich nicht viel Zeit. Da habe ich gesagt, auf der Messe am letzten Tag bei La Strada, Mensch, da kommt sicher bald einer und dann füllen wir ihn ab. Ich habe ja schon einen Interessenten dran, der möchte das Video unbedingt sehen. Den habe ich vorhin schon verständigt, weil ich nicht gewusst habe, dass schon einer am Platz steht. War halt ganz positiv überrascht. Ja. Ich habe jetzt 2-3 Tage ausgesetzt. Ja, muss auch mal sein. Also, liebe Freunde der Volksmusik und des Campens, da steht der Avanti H, Modelljahr 2018. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach beim Heck an, weil das ist ja die Neuerung vorne mit Hubbett. Das kennt man mal aus dem Avanti F und Farbgebung und Holz. Das können Sie bei Ihrem Bestellfahrzeug natürlich gerne beeinflussen. Dann mache ich ja mal auf hier und gehen wir mal kurz rein mit der Kamera. Und das ist die Neuheit. Nicht, dass Sie da hinten jetzt Ablage und Staufächer haben und eine Toilette, die Sie schön leicht handeln können, sondern, und übrigens auch ganz gut mitgedacht, gleich mal hier schöne Leisten reingebaut, dass man wirklich was befestigen kann, sein Campingstuhl, so Ösen, Tische. Alles da. Ja, ganz toll. Regalböden, gewohnte La Strada Qualität einfach auch. Ja. Und auch tiefe Räume nochmal, wo man wirklich was verschwinden lassen kann. Also Zuladung hat man hier, schauen wir gerade, ob der Maxi-Fahrwerk hat. Könnte ich jetzt so nicht sagen, detaillierte Ausstattungen gibt es ab morgen im Internet. Morgen steht er offiziell im Internet mit seinem Verkaufspreis etc. Das kann man sich nicht alles merken. Hier geht es einmal ums Auge und ein paar Detailinfos und den Rest dürfen Sie sich gerne bei uns live anschauen oder immobile.de die technischen Daten abfragen. Also toll, und dahinter befindet sich das Bad. Und da gehen wir jetzt rein. Ja, das und die Moni, jetzt mal an. Die Moni ist jetzt nicht mehr Handlanger. Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Gott, wir glauben, wir verstehen uns gut. Ja, oder müssen wir lügen? Nein, ja, wir lügen nein. Hinter der Kamera. Ja. Also es ist so, dass da ein Hubbett drin ist, dessen Bedienung man einfach mal gemacht haben muss. Und das würde ich der Moni zeigen oder euch zeigen und alle miteinander. Aber ich würde sagen, wir laufen da mal rum. Der ist auch noch nicht ganz vom Schmutz befreit. Ganz ehrlich, der kam gerade vom LKW und jetzt steht er hier in Sulzemus zum Anschauen. Und ich würde sagen, wir schlagen uns einmal durch nach innen. Einfach nochmal einen Rundumflug. Gaskasten könnte man auch gleich noch erwähnen. Das ist jetzt interessant gemacht hinter der Tür. Volle 2x11 Kilo, kommt man gut rein. Schöne Ladehöhe, ja, das ist gut. Noch innen belüftet, so wie sich gehört. Innen belüftet, nach außen belüftet, um Gottes Willen. Ja, ich muss erst auf Touren kommen. Da muss man. Elektrische große Einstiegsstufe. Dann dieser Doppelboden, den haben wir schon einige Male hergezeigt. Da hat sich jetzt nicht recht viel getan. Avanti, Avanti. Sagen wir hier, innen belüftetes und beheiztes Schuhfach. Das ist wirklich praktisch. Und nach hinten geht es weiter und dort geht es auch nochmal weiter. Wie gesagt, auch die anderen Videos von uns ansehen. Und da haben wir jetzt hier schon die Sitze umgedreht. Wir haben natürlich eine Solaranlage drauf, 150 PS, DAB, Multimedia, Supercenter von Kenwood mit Rückfahrkamera und Split-Display. Alles, was das Herz begehrt. Ja, da machen wir schon immer was rein in unsere Ausstellungsfahrzeuge und da hängt dieses Hubbett. Da verliert man klarerweise vorne die Schränke, aber das macht nichts. Es ist ein Zweiliger, also hervorragend. Wer da raufkrabbeln will, hat natürlich eine angenehme Höhe. Und dadurch ergibt sich auch hier dieser Schrank mit der Auflage, wo jetzt dann unser Hubbett aufliegt. Und da hinten sehen Sie ein kleines Aluminiumprofil, das ist ganz wichtig. Das wird immer mitgeliefert, damit man das blockieren kann, diese Gasdruckfeder, damit sich nicht jemand die Birne anhaut. Weil wenn man das falsch runterholt, das hat eine Wucht, das ist eine Mordswumme, dieses Bett. Ja, das ist ein, also da gibt es einen Trick und ich hau mir das jetzt auf den Kopf, weil ihr seht, also wir verstehen uns wirklich, sonst hätte ich den Moni auf den Kopf hauen lassen. Ja, also, eben, das wollen wir. Ich halte jetzt meinen Kopf hin, quasi. Wieso manchmal halte ich auch meinen Kopf hin. Das ist halt so.
So, da haben wir einen schönen Tisch, groß, also da brauchen wir nicht reden. Leicht verschieb- und versetzbare Rücksitzbank. Da haben wir unser Küchenblock. Das gibt es dann alles zum Live-Anschauen. Da haben wir unsere Schaltzentrale hier. 12 Volt ist jetzt an. Thomas-CP brauchen wir nicht. Wir haben nochmal Boxen hier drin. Wir haben nochmal Lämpchen, die auch alle funktionieren natürlich. So, wir haben einen tollen Kühlschrank. Jetzt auch mit Edel-Echtholz-Plastikfurnier. Und jetzt geht die Moni gerade, glaube ich, ans Telefon. Dabei zeige ich euch kurz den Kühlschrank nochmal. Das ist natürlich toll. Das ist der neue 218er Dometic. Das ist wirklich eine klasse Nummer. Und jetzt ein kurzer Blick ins Bad und noch in diesen riesigen Rollladeschrank, den Sie sowohl als Kleiderschrank, herausnehmbare Böden oder als normalen Stauschrank nutzen können. Da unten nochmal Heizungsauslässe. Hier nochmal ein riesen Kleiderschrank. Da können Sie das gleiche machen. Hier auf halber Höhe hängen, auf Halbmast hängen quasi. So. Rollladenschrank, die nächste bitte, dann haut man sich die Rübe nicht an bei den Rollladenschränken, praktische Geschichte. Da haben wir auch was, da haben wir auch was, mein Gott, haben wir viel. Das ist ein tolles Fächle. Oje. Heute mache ich es wieder multilingual, schwäbisch, bayerisch, niederbayerisch, österreichisch. Ja, aber es ist als Ablage mal richtig gut, ja. Das ist super. Ja. Gar nicht blöd macht, das kenne ich noch nicht. Oh, und guck mal, wie das, ohne Klappern am Campingplatz sind sie mit dem Lastrada gern gesehen, weil sie halt nichts scheppern lassen. In der Regel. Sage ich immer dazu. Es ist nicht die Garantie eingebaut, dass beim Lastrada nicht der Benutzer was scheppern lässt, nicht das Auto. Also, hier haben wir die Tür mit einem Magnetprofil. Das kann man ruhig fest zerdrücken, da zaudert man am Anfang, aber das soll richtig wackelfrei schließen. Das ist mal ein Bad. Und das ist mal ein Bad, ja, du sagst es. Genial. Richtige Dusche. Richtige Wand, Faltwand. Also das ist ein Fahrzeug für Warmduscher. Ja. Oder kalt. Oder wie sie es auch immer wollen, Heißdusche, wie auch immer. So, Andrew Ditten, immer wenn ich jetzt einen Spiegel im Bad sehe, Moni, ja. Die kennen das ja alle, ja, über den Andrew Ditten angucken, der macht immer eins, das mache ich nicht nach, das hört sich nicht und auch kann ich kann es auch nicht. Also, aber der schaut euch Andrew Ditten an und das ist sehr, sehr lustig, wenn er sich irgendwo in einem Spiegelbild erkennt. Und Moni, ich würde mich jetzt hierher postieren, die Kamera so halten und du drehst das rum. Wir müssen jetzt wirklich experimentieren, wir gehen aneinander vorbei. Das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin, ich gebe dir das mal. Jetzt haben wir Kamerafrau Camper Moni, genau, am Apparat und du folgst mir und ich habe jetzt dieses Profil hier rausgemacht. Jawohl. Du siehst schön rauf, können wir das auch vielleicht, genau, du zeigst dir ein bisschen die Details und jetzt komme ich hier zum Stehen. Ja. Vielleicht filmst du mich auch mal. Jetzt musst du vor die Kamera, lieber Tobi, du schaffst das. Das ist wirklich immer ganz anders, das ist schrecklich. Also Freunde, hier ziehe ich an. Ja. Und dann ist es ganz wichtig, dass man hier nichts liegen hat, weil das ist der Daci. Genau, so, das macht kaputt. Dann hole ich das Bett hier vorne runter und gehe dann hinter und hole den Rest. So geht das. Und dann funktioniert das auch prima. Sehr schön. Und tolles, großes Bett. Da kann man jetzt hier isolieren, wie immer mit Frohli. Frohli-Unterlage, sehr schön. Ja, so gehört sich das, dass die Matratzen drauf ist, das ist Schlafen. Angenehme Liegehöhe auch jetzt. Richtig. Ja. Wir stehen jetzt übrigens auf dem Doppelboden, wo die Leiter verstaut ist. Ja. Und das ist auch ganz gut so. Warum jetzt nicht elektrisch? Warum elektrisch kann nur kaputt gehen? Das ist so leicht runtergeklappt. Das ist kein Kraftaufwand, nur die Reihenfolge ist wichtig. Das muss man immer dazu sagen, ja, dass man sich eben die Birne nicht einhaut. Ja, sehe ich auch so. Wenn man es weiß, wie es funktioniert, das ist immer einfach. Ich fange schon wieder mit easy an. Ich habe es jetzt ein paar Tage geschafft, nicht easy zu sagen. Im letzten Video habe ich 130.000 Mal easy gesagt. Also, schlimm. Sehr aber man schön. Hat so seine Wörter, das ist so. Ich glaube, jeder ertappt sich dabei. Modewörter. Wie auch immer. Also, das war das Bett. Drunter kann man nur durchkrabbeln. Vielleicht gehst du mit der Kamera nochmal runter. Einen neuen Schuh hat man auf der Messe schon gesehen. Ich habe immer nur das gleiche Paar an. Jawohl, da sieht man schön den Durchgang. Man kommt da raus. Ja, das geht schon. Jetzt ist die Frage, gehe ich mal raus und filme es von draußen nochmal bei runtergelassenem Hubbett. Ich möchte es einmal zeigen, wie eng es halt dann ist auf genau, so einem Auto, wie man reinkommt. Auch gut, genau. Dann würde ich dir die Kamera kurz lassen. Ja. Ich gehe durch. Jawohl. Achtung, ich schlürfe mal da durch. 2 Meter gehen genau. Jetzt hier durch. Wir schauen uns dabei das schöne Badezimmer nochmal an. Aber da muss ich natürlich schauen. Oh mein Gott. Ja, ich bin raus. Und wunderbar. Wenn du jetzt die Kamera hier unten durchgibst. Die kriegst du. Danke. Perfekt. Aber wir sind ja so gut. Dann haben wir jetzt das hier von außen sichtbar. Das ist echt ganz praktisch. Sie können Ihrer Frau einen Kaffee hochreichen dann. Kann Außenbett rausschauen. Sehen Sie, so sieht das aus. Ob man sich jetzt da oben aufsetzen kann? Nein.
kann man nicht. Dafür reicht's nicht. Man kann gebückt drin hocken, aber man kann mit Sicherheit sich im Bett nicht aufsitzen. Für viele eine wichtige Frage. Hat man Sitze im Hubbett? Das geht nicht. Also vergessen Sie es, außer Sie sind 8 Jahre alt und europäisches Mittelmaß eines Kindes. Wie gesagt, ansonsten, man kommt aber gut rein und raus mit der Leiter. So, jetzt mache ich kurz die Abmoderation, habe ich nämlich gelernt, so heißt es. Mhm. Oh, vornehmes Wort. Vornehmes Wort. Und ihr schaut euch den Sulzimus live an und wenn ihr was wissen wollt, wie gesagt, morgen die Infos auf der Homepage oder auf mobile.de. Der neue Avanti H 2018, jetzt bei Freizeitsteiner in Sulzimus. See you later beim nächsten Auto, ein Euromobil PRS 695. Die Moni winkt nochmal ins Bild. Tschüss!